Wir hatten auch schon die erste Frage. Ein offizielles Ziel? Nicht so richtig. Das Problem ist, das ist jetzt der letzte Stream vom nächsten Patch tatsächlich schon. Es gibt auch ein Chat-Kommando für diejenigen, die nachschauen wollen. Also Patch 1.27 kommt schon am 1. Oktober. Weiß auch nicht warum. Also doch, ich weiß sogar, warum sie ihn so gerusht haben. Sie mussten was ändern. Ist auch so der lustigste Grund, einen Patch zu rushen. Sie mussten etwas ändern. Ich weiß jetzt nicht genau, was, muss ich gestehen, wegen der GDPR, der neuen Datenschutzrichtlinie in Europa. Ich meine, das ist auch ein ganz lustiger Faktor eigentlich. Ich meine, gut, Paradox ist mit Schweden jetzt ohnehin ein europäisches Unternehmen. Aber da zeigt sich mal, dass Europa oder die EU durchaus eine gewisse Macht hat, Standards zu setzen. Weil die EU mit ihren mehreren 100 Millionen Bürgern, je nachdem wie man zählt, sind es 300 bis 500 Millionen, also EU oder Europa, je nachdem. Und das ist halt dazu noch ein paar hundert Millionen mit starker Kaufkraft. Das heißt, wenn die EU einen Standard einsetzt, dann ist es für Firmen interessant, den einzusetzen, auch wenn sie nicht europäisch sind. Ich meine, gerade mit dem GDPR, da haben ja auch US-Firmen sofort Sachen geändert, weil die Alternative, es nicht in Europa anzubieten, ist halt uninteressant. Aber auf jeden Fall deswegen, weil sie da dementsprechend was ändern müssen. Jetzt habe ich total abgeschwiffen. Weil dementsprechend was anders müssen, wurde der nächste Patch auch ein bisschen gerusht, weil sie den eben rausbringen wollten, damit das erledigt ist. Und 1.27 bringt auch schon wieder ein paar neue Provinzen, weil sie offenbar keinen Patch mehr ohne Provinzen machen können. Und wenn Provinzen hinzukommen, heißt das, dass Kompatibilität meistens eher so Hit or Miss ist. Von daher ist die Frage, was wir dann nach 1.27 tun, müssen wir noch gucken. Genau. Ich habe jetzt erstmal einen Haufen Rebellen. Frage ist, wen wir als nächstes angreifen und inwieweit wir mit Rebellen umgehen müssen. No. Wie viel Manpower habe ich denn? Okay, ich kann also auch mal eine Zeit lang nichts tun, damit sich Manpower aufbaut. So, ich kann aber auch einfach irgendwelche Mini-Staaten angreifen und niederbrennen. Zum Beispiel dich hier. Also jetzt brauche ich auch gerade die Überdehnung nicht. Und ich kann das da nicht mal hingeben, weil ich ihnen eine Provinz dazwischen geben müsste. Könnte ich natürlich, gell? Ich gebe ihnen da Ming und Oberen Jan zu. Dann bist du weg. Ich habe ja auch in Anführungsstrichen ein Dingsproblem. Aggressive Expansionsprobleme. Das habe ich letztes Mal irgendwie sehr übersehen. Hat sich eine Koalition gegründet oder kann sich eine gründen? Das weiß ich spontan gar nicht mehr. Ne, es kann sich gerade eine gründen, ist aber vollkommen unbedeutend, weil es nur diese kleinen chinesischen Staaten hier sind, die keinen wirklich stören bei irgendetwas. Aber wenn da natürlich einer raus ist, dann ist das wieder einer weniger, der was tun kann. Und das ist nie ganz verkehrt. Zum Truppenbauen braucht man Geld. Ich kann meine aktuellen ja schon nicht leisten. Ich habe viel zu viele Diplo-Punkte, oder? Aber ich habe auch Diplo-Ideen. Das ist die Frage, ob man jetzt wirklich diplomatische Ideen nimmt, aber auch nicht wirklich die Entdecker-Ideen nimmt, um ein bisschen. Man kann ein bisschen Amerika entdecken, man kann ein bisschen Sibirien kolonisieren für freie Provinzen. Das ist die Frage, ob ich da Lust drauf habe. Polen heißt aber Polen im Fokus. Also es gibt auch einen erweiterten Missionsbaum für Polen. Es gibt auch Missionsbäume für andere Nationen in der Gegend. Die Walachei hat zum Beispiel einen riesigen Missionsbaum mit dem nächsten Patch. Pure Wahnsinn. Und ja, ein paar andere Sachen in der Gegend. Nö, sind sie nicht. Eigentlich könnte man Korea auch mal vernichten. Wahrscheinlich auch unendlich viel aggressive Expansion. Genau, und ab und zu gibt es noch Revolten. Ich habe aktuell auch das Problem mit dem Ural. Wahrscheinlich hätte ich mit dem Ural kein Problem, wenn ich die Cores angeschafft hätte, also befohlen hätte.
bevor ich Kasachstan freigelassen hätte. Ich glaube, ich hätte die dann gründen können, ganz normal. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon tatsächlich. So, bist ein Daimyo, Spionagenetzwerk. Ich glaube, Preußen kriegt auch irgendwas in dem Patch, aber nicht viel. Alles in guten Provinzen, also überhaupt kein Problem. Superbe. Korea. How about you, Dino Fire? Ryukyu nervt mich eigentlich nur und macht den Krieg, zieht den Krieg ein bisschen raus, ist aber okay. Wer die Festung an? Ja, dann ist es egal. Sehr schön finde ich, dass die Kosaken Ideen bekommen mit dem nächsten Patch. Weil die Kosaken-Nationen kriegen mit dem aktuellen Patch zufällige Ideen. Und das war irgendwie schon ein bisschen traurig für ein Feature, das sie als DLC-Ersatzfeature verkauft haben. Weil ich persönlich auch immer der Meinung bin, dass sich die Cossacks-Besitzer nicht so aufregen sollen, weil Stände ins Grundspiel übernommen werden. Ich finde es total übertrieben, dass man sich darüber aufregt. War dumm, weil ich kann es ihm nicht geben. Weil wir im Krieg sind. Oder? So eine dumme Regel. Das heißt dumm. Unnötig. Aber hätte ich im Voraus wissen müssen können, dürfen, von daher selber schuld. Preußen ist für mich das, warum Marvin Horde spielt. Den Satz verstehe ich, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Preußen ist für mich das, was für Marvin eine Rolle ist. Preußen Spiel ist für mich das, was für Marvin Rollen spielen ist. Irgend sowas. Xixi, Wangsu. Ich muss das. Moment, weil das ist das im Staatsgebiet. Oh, egal. Wuhan ist auch eins. Einen Moment. Genau. So. Wo waren wir? Hier. Geh du mal darüber. Du schick deine Kanonen. So, 80. Nee. Xische sind andere. Wisst ihr was? Tu mal nicht rum. Wuhan. Lass du mich auch mal in Ruhe und schaue ich, ob ich da eventuell mit meinen Truppen noch was beruhigen kann. Die Hoiratischen erheben sich. Die Mingschen eventuell wahrscheinlich auch. Nicht schlecht. Bot sei nicht doof. Aber ich weiß wirklich, dass der Bot da gar nicht mal so viel dafür kann. Das ist, glaube ich, mehr ein Windows-Dateisystem-Problem. Ryuki ist so ein guter Verbündeter, das ist der Wahnsinn. Ming. Das sind sogar immer noch Kaiser von China. So, theoretisch, moralisch. Sollte es auch irgendwie eine
schönere Regelung geben für sowas. Jetzt habe ich gerade irgendwas erklärt, was mich eventuell interessiert hätte. Ming, 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 15, 18. Ich verstehe gar nicht, warum die Ming so viel aggressive Expansion zu mir haben sollen. Ich meine, was habe ich denn jemals getan? Nur weil ich ihr Reich zerfetzt, zerrissen und zerfleischt habe. Ich finde das totale Überreaktion. Wow. Hohoho. Da habe ich zwar zu viel Kavallerie, aber ganz ehrlich, die 4 schaffe ich trotzdem. Das ist ein schönes Event. Unruhe global minus 2 ist ein sehr, sehr mächtiger Faktor. Dumme Koreaner. So. Ich bleibe jetzt bei den diplomatischen Ideen. Man sollte eigentlich einen Decker nehmen, strategisch gesehen, aber. Nee. Ach, jetzt hört doch mal auf zu sterben. Das ist ja Wahnsinn. Oder auch nicht, wenn ihr so weitermacht. Sterben ja schneller, als ich sie nachholen kann. Oh, der ist nicht schlecht, von daher, was soll's. Jetzt wird es aber lächerlich, Korea. Autsch. So viel zu meiner Manpower. Diplomaten sind. Ich nehme jetzt aber keine Verwaltungsideengruppe. Ich hätte voll das Geld, dann hätte ich einfach rausnehmen können, damit sie früher aufgeben. Ich hätte vorher die Stabilität erhöhen sollen, aber ist jetzt auch egal. Gut. Man darf Polen in Moskau angreifen. 15, 8 in 2 Jahren. Könnte man sich jetzt schon darauf vorbereiten, wenn man die Rebellen mal alle getötet hat, die rumlaufen. So, Yichuan. Langsu. Verdammt, die kann auch nicht in ein Staatsgebiet. Da wisst ihr was, sie dürfte jetzt alle nach Hause gehen. Adel braucht töten, Tributstadt von Chagatai. Langji, Kaifeng. Wo ist nochmal Kaifeng? Ist auch hier in der Gegend, oder? Kaifeng, Kaifeng ist es nicht da. Könnte es natürlich auch Chin geben, aber nö. Shangquick und Running.
Ich weiß, dass es anders geschrieben ist. Gut. Irgendwann werde ich verstehen, warum das immer so falsch ist. Das ist eine Lüge. So, wie ist denn das jetzt mit den Cores hier drüben? Kann Chalabaya und Agidel immer noch nicht coren. Aber Busselo kann ich coren, weil ich kann dann halt auch das ganze Perm-Zeug wahrscheinlich nicht coren. Ich kann natürlich Perm freilassen für meinen dritten Vasallen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil die Korung da oben wird echt nervig. Hallo, Speedy Bee. Gott, ich schaff's bis 15.8 nicht mal nach Moskau. Das wollte ich nicht, aber ich hab's getan. Schon. Ja, wahrscheinlich irgendwann in meine Provinzen laufen und mich weiter ärgern. Was wir jetzt machen könnten, theoretisch, ist... Wir könnten einen Haufen Geld rausschmeißen für Banner-Infanterie. Für diejenigen, die es nicht kennen, also Banner werden ja nach der... werden ja so ausgehoben, dass sie das Verhältnis Kavallerie zu Infanterie auffüllen, was eigentlich total schwachsinnig ist, weil... eigentlich jeder, der EU4 spielt, weiß, dass man das Verhältnis nicht 1:1 einhalten soll, weil die Infanteriearmee sofort stirbt und man dann sehr schnell wieder im negativen Taktikmalus ist. Und wenn man Banner Infanterie ausheben will, was ja prinzipiell eigentlich stärker wäre als Banner Kavallerie, oder ja, stärker ist eigentlich der falsche Begriff, nützlicher, weil Infanterie ja der Hauptverlustträger ist und damit derjenige, der die Manpower abkriegt, dann kann man Folgendes tun. Man wartet auf den ersten eines Monats. Dann hat man einen Haufen Kavallerie. Dann hebt man seine Banner aus. Natürlich am besten, wenn man viele Banner ausheben kann. Und dann geht man her und löst seine seltenen Pferde wieder auf. Und dann hat man einen Haufen Banner-Infanterie. Vielleicht habe ich jetzt irgendwo aus Banner aufgelöst, aber es sieht ganz gut aus. Ja, aktuell habe ich ja leider durchaus noch nicht Tengrisch. Ist ja zu meiner Schande. Das heißt, ihr kriegt jetzt alle dreimal Instant. Autonomie, dass ich mich da nicht mehr drum ärgern muss. Ich sollte wahrscheinlich auch mal meinen Handel anders machen. Wie ist denn mein Handel? Ich habe zwei Händler. Einer ist in Beijing und sammelt. Ich sollte meine Handelshauptstadt verlegen. Nach Beijing, weil das eigentlich der bessere Knoten ist. Und dann sollte schon, dass ich in Beijing mehr Handelsmacht zusammenkriege.
Okay. Ich zahle halt sehr viel für Territorien gerade. Das ist schon relativ heftig, weil ich halt einfach so eine starke Ausbreitung gerade habe. Das kostet halt schon einiges. Aber jetzt zahle ich dann gleich ein bisschen weniger. Innere Mongolei. Östliches Korea, das muss ich noch fertig koren. Und südliches Korea, I'm not surprised. Kann ich koreanisch als Kultur anerkennen? Weil jetzt habe ich, bin ich deutlich weniger über dem Limit. Du, Ashikaga ist vielleicht einfach stark. Was haben sie? -92%. Wo wir gerade bei Ashikaga sind. Anspruch. Anspruch. Okay. Ashikaga. Kriegsandrohung. Iwami. Grundwert. Kern. Provinz. Relative Stärke. Also ich muss noch ein bisschen an Stärke offenbar zulegen. Warum mache ich nur Iwami und nicht? Also die anderen beiden kann ich nicht fragen, aber die sind auch nicht kleiner. Das heißt, wenn ich eine kleinere Provinz finde, auf die ich einen Anspruch fingieren könnte, aber die sind alle größer, kleiner als 8 geht nicht, okay. Natürlich lustig, wenn man da bei Kriegsandrohung reinkommt, das spart mir das ganze Landen. Ach, ich dachte mir auch, dass die mehr als zwei Vasallen haben. Ich habe nicht gecheckt. Ich habe irgendwie dran gedacht, dass die anderen ja als Personalunion sind, eine Personalunion sind und nicht eine echte Vasallen, bis ich das gehört. Zu wollte ich eigentlich eh nicht selber koren. Das wollte ich eigentlich Dings geben, als bin ich auch schon fast fertig. Ich bin halt nur die zweitstärkste Nation im Spiel. Am interessantesten von den Mechaniken. Puh. Am interessantesten von den Mechaniken. Mein Tengri mit dem Synkretisieren ist eigentlich sehr interessant. Die Kirche von England finde ich total uninteressant, da stimme ich dir zu. Interessanteste, mein, das Katholische, ich finde das Kardinalspiel eigentlich durchaus ganz interessant. Orthodox ist ab und zu auf den Button klicken, die muslimischen sind nicht so spannend. Zoroastern haben nicht viel. Ja, wahrscheinlich die wahrscheinlich die hinduistische, schrägstrich nordisch mit denen, aber vor allem hinduistisch. Mit dem Auswählen von Gottheiten und
und den Events, dass man seinen Herrscher verbessern kann. Ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Problem festgestellt. Ich weiß gerade, bis der Chor hier noch fertig ist. Okay, dann kann ich Bashkirikon. Das hier ist Schwachsinn. Also ihre Schulden, okay, sehe ich ein. Klar, haben sie. Aber der Rest ist Schwachsinn. Minus 1000 Schulden. Ah ne, Gefälligkeiten, okay. Möchte kein Land von Moskau das Mandschurei noch nicht beansprucht. Also natürlich, sie wollen gar kein Land von Moskau. Okay, das kann sein. Ja. Verdammt, Moskau hat 36.000 Truppen. Die Vasallen und Verbündeten haben wahrscheinlich nochmal so viel. Also wird der Krieg wahrscheinlich gar nicht mal so lustig. Muss ich eventuell durchaus aufpassen. Kasan ist an. Nicht genug. Novgorod war nicht an. Wann kommst du an? 20. Juni. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Infanterie, um das ordentlich einzurennen. Die Ägypter sind muslimisch. Also, Entschuldigung, ich habe gerade Ägypter gelesen. Koptisch, mein Gott, erober Provinzen und such dir einen Bonus aus. Du meinst schon interessant. Ist wieder der Unterschied zwischen interessant und stark. Koptisch ist eine sehr starke Religion. Die Boni sind meiner Meinung nach durchaus mit bei den stärksten dabei, vor allem, wenn man sie gut erreichen kann. Also, dass man die Boni kriegt, kann man gut erreichen. Ach, verdammt, war ich zu langsam. Ich hoffe, ich kriege hier einen Vibe. Habe ich das gehört? Du gehst nach da. Dann gehen wir doch da auch hin. 27. Juli, 8. August, 6. August. Ich sollte aufhören, auf 4 zu spielen. Azteken weiß ich gerade gar nicht so genau, was deren Religionsgeschichte ist, ehrlich gesagt. Peinlicherweise. Ich finde, das hier könnte man anders machen bezüglich den Provinzen, die man nicht konvertieren kann. Aber okay. So, wie viel zahle ich jetzt eigentlich noch für immer noch 0,16? Da merkt man mal eine Technologie. Drei Staaten haben mir jetzt 0,1 Korruption pro Monat entzogen. Das ist schon ein großer Unterschied. So, was haben wir da jetzt? 3,9 gegen 3,5, 1,6 gegen 1,5, 109 gegen 105 und erstmal eine 0 gegen 9. Jüdisch hat keine Funktion, ne. Warum auch? 1,0 wäre mehr schöner gewesen. Ja, das wird kein Vibe. I'm not happy with that. Ming ist wieder bankrott gegangen. Ich habe 2000 Kavallerie. Perm ist auch noch das. Ne, Perm ist Wald. Aber es sind nur 8 Wehrmenschen. Kann ich hier gewinnen? Ah, das ist aber auch Wald. Also ist eigentlich egal. Okay. Machen wir 2 Schlachten draus. Kasan ist super, weil Ebene. Auch wenn ich die Belagerung von Berezna aufgegeben habe. Ich muss eigentlich mein Kriegsziel Überlegenheit. Okay, 2 Sachen, die nicht schön sind. Das könnten wir gewinnen, bevor der ankommt. Das eigentlich auch. Ah, das haben wir nicht rechtzeitig gewonnen. Der hat aufgegeben. Sehr schön. Richtig zufrieden bin ich mit dem vor allem nicht. Viel mehr Infanteristen, das ist echt traurig. Die
kriegen einfach zu, die nehmen so viel Verlust mit, dann ist man halt sofort im taktischen Minusland. Das ist echt schlimm. Ich will nicht, dass du wegläufst. Wollen wahrscheinlich alle in mein Hinterland laufen. Ich krieg gerade überall Taktiknachteile. Wenn ich Strategie spiele, spiele ich meistens Rest des Sandes pura. Ich brauche was, um meine Finger zu beschäftigen. Ich spiele tatsächlich sehr wenig andere Spiele. Sollte man es echt tun. Was kostet es nochmal eine Stabilität, oder? Oder war es nur... Ach, im Krieg geht es nicht nur Prestige. Jetzt hat der... Oh Gott, habe ich wenig Infanterie. Ich muss echt Tengri werden. Es ist einfach viel zu traurig. Uns ist mir eigentlich relativ egal. Mein einziges Problem ist wirklich, dass sie halt dann rebellisch werden. Jetzt verliere ich dann gleich eine Schlacht. Wieder weiter so reinpreschen. Also ganz ehrlich, was diese Kampagne mit meiner Stabilität macht, finde ich nicht mehr lustig. Jetzt habe ich eh nie Verwaltungspunkte. Dann kommt noch eine verlorene Stabilität nach der nächsten rein. Ah, Gott. Dann bin ich auch noch dumm. Könnte ich mal aufhören, mich da anzugreifen? Das ist sehr unangenehm. Ja, gut, das ist sowieso verloren. Jetzt müssen wir mal diese Rebellentür, wenn ihr schon so dumm da hinten rumläuft. Das sind ja nicht mal meine Rebellen, traurigerweise. Die Tatsache, dass die da gerade ins Nichts laufen, heißt, dass sie hinten rumgehen wollen, um meine Hauptstadt zu belagern.
Nee, wir sind gleiche Tech. Aber es ist halt Moskau. Moskau ist allgemein eine starke Nation. Bei Schaden Nahkampf vor 10% ist eigentlich nicht so heftig. Aber wahrscheinlich haben sie dann noch Strelzi-Regimente, die ja auch nicht schlecht sind. Dann kämpfe ich aus irgendeinem Grund mit den falschen Anführern, weil ich dumm bin. Aber okay. Jetzt habe ich einfach zu wenig Infanterie. Ich muss echt auf Tanky wechseln. Und sie laufen natürlich da hinten durch und meine Vasallen kämpfen mehr. Punkt. Gut. Ersten Moskau-Krieg will ich ihn wahrscheinlich hauptsächlich Perm wegnehmen, damit sie nicht kolonialisieren können. Ja, ich komme an Rajasan nicht vorbei. Das hätte ich jetzt, die habe ich jetzt total übersehen, die Festung. Ja, Kazan hat noch Kazan. Das Ziel ist, dass wir nach Kazan nicht mehr haben. Schlachten. Ich habe eigentlich nie was verloren. Doch einen habe ich mal verloren. 38 heißt, durch Schlachten komme ich eh schon nicht mehr weiter. Das heißt, die Frage ist, ob ich jetzt kurz Rajasan belagere oder nicht. Wie viel gibt ihr mir denn? Gibt mir nicht mal 70, ist geben mir nicht 49, obwohl sie 60 bei mittlerer Begeisterung haben. Ist das doch eine Sauerei. Problem ist, ich kann nur Schlachten nicht mehr wirklich Warscore gewinnen. Ist mir so ein bisschen die Möglichkeit überhaupt hier zu arbeiten. Seid ihr eigentlich auf Mittel? 17 Kriegsdauer, Moskau hält Moskau, verdammt. Alles leer geplündert. Ich kann gleich einfach die da oben plündern, die können ja auch läuten. Wenn ich Rajasan belagern kann, dann habe ich es eigentlich. Moskau belagern kann, dann habe ich es eigentlich. Will ich da wirklich angreifen? Nee, ist es falsch. DLC Religion Changes. Das hört sich
in der Religion großartig geändert. Achso, meinst du das Konvertieren? Das haben sie jetzt ja wieder, das sind sie ja zurückgepaddelt. Mach mal Ausrufezeichen 127. Das ist eben sehr schön. Dann können wir zumindest mal auf volle Schlacht gehen und er gibt Kazan auf. Sehr schön. Davor sollte ich gewonnen haben vom 20. Januar. Wann habe ich einen Vibe? Das könnte eng werden. Ja. War ja klar. Oh, war trotzdem einer. Sehr schön. Das sind die schönsten Vibes. Fallen, dann können wir eigentlich nehmen, was wir wollen im Normalfall. Ernsthaft, ihr könnt nicht mal diese paar Rebellenprovinzen belagern. Gott, wie schlecht seid ihr eigentlich? Ah ja. Sich Araya sahen, kriegen sie, sobald sie annektieren, reicht es nicht, oder Untertan reicht wahrscheinlich nicht. Aber gut, wahrscheinlich dauert es eine Zeit lang, bis sie eine PU annektieren können. Ach, Moskau, spiel doch mit. Danke. So, ich hätte nämlich tatsächlich ganz gern dein Geld. Und ich glaube, ich lasse tatsächlich hier oben Perm frei. Weil ich kann das sowieso nicht alles gleich koren, weil Paradox. Und ja, dann nehmen wir einfach ein paar andere Dinge. Samara, die Goldmine? Nö, war's, glaube ich mal. Aber ich will Perm nehmen, damit sie nicht mehr kolonialisieren können. Achso, du meinst, sie kolonisieren nicht? Ja, gut, sie nehmen natürlich nicht die Entdecker-Ideen zum Kolonialisieren. Frage ist, ob mir irgendwas anderes wichtiger ist. Weil das ist halt wieder alles Piecemeal-Korn, was nervig ist. Ich weiß nicht, ob ich ein Bedürfnis habe, an Polen-Litauen ranzukommen aktuell. Mal ganz ehrlich, Polen-Litauen ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen arg heftig. Polen, andererseits vielleicht auch nicht, gell? Vielleicht den, was heißt von Verbündeten, Novgorod-Mandschurei. Ich hätte dich nie verbünden sollen. Könnte mich gegen Polen-Litauen wahrscheinlich durchsetzen, wenn ich es drauf ansetze, anlege. Auf Gott ist egal, ja. Ich hätte mich echt nicht mit ihnen verbünden sollen, das war echt ein Fehler. Ich dachte halt, ich könnte es einmal gegen Moskau schmeißen. Ja, habe ich ein Überdehnungsproblem? Nein. Aber wie gesagt, ich kann das, glaube ich, dann alles nur piecemeal koren, weil das Spiel scheiße ist. So. Staat gehörst du?
nicht Rajas anhalte, kann ich ihn halt auch definitiv auf Dauer Russland vorenthalten. Dann mache ich das jetzt einfach so. Ich gebe ihm mal noch einen Monat drüber nachzudenken, dass ich Moskau halte. Okay, viel Unterschied hat es nicht gemacht. 28 Machtprojektion. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir an die Stelle Smolensk kriegen. Und wenn, dann kann ich immer noch weiterschauen. Aber jetzt aufs erste Mal werden sie jetzt nicht Dings gründen. Ich meine, sie brauchen sowieso Tech-Stufe 10. Ach, Paradox. Ich finde, es ist eines der schlimmsten und dümmsten Features, das ich jemals gekriegt gesehen habe, dass ich das jetzt nicht koren darf. Das ist so und unnötig und mill. Ich weiß, ich bin gerade sehr artikuliert. Aber ich finde es halt sowas von unnötig nervig, dass ich es echt nicht nachvollziehen kann. Stimmt, das Bündnis kann ich schon mal brechen. Und ich gehe jetzt wirklich auf Tengri Tengri. So, dann kann ich jetzt einen Haufen Sachen konvertieren. Irgendwie ist es jetzt einfach total unübersichtlich dadurch. Das sind ja alles Staatsgebiete hier. Fangen wir doch mal da oben an. Einheit gerade total getankt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Weil ich halt nicht so, noch nicht wirklich viel Toleranz habe. Vor allem, weil ich keine Horden-Ideen habe. Das heißt, ich kriege durch die Horden keine Toleranz. Oh, das ist bitter. Sind die eigentlich gerade wichtig, die Ideen? Nicht unbedingt. Ich könnte halt mehr Banner ausheben. Also ich würfel gerade irgendwie unverdient gute Anführer. Ja, jetzt habe ich halt, wie gesagt, durch meine fehlende religiöse Einheit gerade eher Probleme. Ist Ming nicht auch in irgendeinem Krieg? Dann darf ich dich angreifen, blaue Horde und Ladakh of all people. Dann könnte ich die blaue Horde vasalisieren. Nee. Die Osmanen kämpfen gegen die Mam. Nicht im Ernst. Das ist das Spiel manchmal. So, ich habe die Anzahl noch nicht aufgekündigt. Komm her, nerv nicht.